Willkommen zurück bei D2D. Heute beschäftigen wir uns mit dem meiner Meinung nach Sahnestück der Galway, nämlich dem Modell Creator. Zugegeben, viele der Funktionen waren auch schon in Plovdiv enthalten, aber sie waren nur umständlich oder clunky nutzbar. Jetzt in der Galway hat sich das extrem verbessert und sie sind einfach und schnell nutzbar geworden. Werfen wir mal einen Blick rein. Wollt ihr wirklich alle neuen Funktionen austesten, so empfehle ich euch die Einstellung bei den Modellen Cutout Dies mit Flat Gingiva. Das eröffnet euch im weiteren Konstruktionsverlauf wirklich alle Optionen. Ihr könnt zum Beispiel herausnehmbare Stümpfe in konischer Form machen. Ihr könnt alle entsprechenden Parameter für diese Stümpfe einstellen. Ihr könnt auch die Nachbarzähne herausnehmbar machen oder sogar die Gingiva ausformen oder abschneiden, wie ihr möchtet. Das heißt, ihr habt wirklich eine Toolbox, die alles abdeckt, was das Herz begehrt. Die Modelle sehen auch dann zum ersten Mal so aus, dass ich sagen würde, sie sind eine Visitenkarte des Labors. Das haben wir schon in analogen Zeiten immer hochgehalten. Jetzt würde ich so weit gehen und sagen, ja, das stimmt wieder auch für digitale Modelle. Anders als bei der analogen Abformung, wo ihr nach dem Freilegen der Stümpfe alle Informationen der Gingiva verliert, könnt ihr hier zum Beispiel über eine abnehmbare Gingiva diese Informationen für spätere Arbeitsschritte, zum Beispiel das Aufbrennen der Krone, erhalten. Das bedeutet für euch, ihr habt alle Informationen, die mit dem ursprünglichen Modell geliefert wurden, anders als auf dem analogen Weg, ständig verfügbar. Das ist ein Riesenvorteil, oder? Wenn euch das auch so gut gefällt wie mir, dann lasst doch einfach ein Like da. Dadurch, dass die Zahnfleischmaske direkt aus dem Modell gestanzt wird und eine glatte Unterseite hat, können wir diese auch direkt auf dem Druckbett positionieren. Das hat für uns den Vorteil, dass wir keine Stützstrukturen oder Anstiftpunkte mehr haben, die das Ganze zum Wackeln, Kippeln oder was auch immer bringen könnten. Die mit 6 Grad angefertigten konischen Stümpfe bieten uns außerdem die Möglichkeit, dass wir sie immer wieder sauber repositionieren können. Früher hatten wir häufig die Problematik, dass die Stümpfe nicht sauber aus unserem Modell ausgestanzt wurden, unsaubere Stellen entstanden oder zu dünne Parts. Das ist heute, dadurch, dass wir den Modellsockel in der entsprechenden Richtung verschieben können, nicht mehr der Fall. Wir können uns also eine Einschubrichtung für die Stümpfe auswählen, die wir auch fürs Modell wählen, damit eben keine Durchdringung der Außenwand des Modells stattfindet. Ich stelle grundsätzlich nur hohle Modelle her. Diese mit einer Wandstärke zwischen 3,5 und 4 mm. Ich habe das nicht gemacht, um Material zu sparen, wie viele andere das zum Beispiel sagen, sondern damit ich einen Hohlraum habe, in dem später bei der Artikulation der Gips die Möglichkeit hat, Haltekraft zu entwickeln. Heute mache ich das Ganze etwas anders, denn Splitcast, angedruckte Modell geht nicht, sagen die meisten. Geht doch. Wir benutzen dafür alte Zeiserplatten. Auf diese kleben wir mit Sekundenkleber das gedruckte Modell auf, bohren an der entsprechenden Stelle, wo die Stümpfe sind, ein Loch durch die Zeiserplatte und haben somit immer Zugriff auf den entsprechenden Stumpf. Das Ganze können wir über die standardisierten Platten einartikulieren und haben so immer einen sicheren, sauberen Sitz für unsere Modelle. Galway wird immer vielfältiger. Auf welchem System konstruiert ihr? Habt ihr schon Erfahrungen mit dem Model Creator gesammelt? Schreibt es uns doch einfach in die Kommentare. Weitere Videos von uns findet ihr hier oder hier. Schaut doch einfach mal rein.